Die Quest zeigt mich irgendwo an, aber ich sehe actually nicht wo. Hallo, hallo, Baum, danke, hallo, danke. Oh Gott, ich nehme auch jeden Baum mit, ne? Ich höre schon wieder irgendein Troll oder so. Jo, okay, geht's nicht weiter. Aber wir waren mal hier hinten. Hier ist ein Tunnel. Nee, ich muss dieses... Das muss ich drücken. Okay, wir sind durchgekommen. Sieht interessant aus. Ja, es sieht immer interessant aus, weil... Schach? Ernsthaft? Revelio. Oder auch nicht, weil wir einfach vorbeilaufen können. Das finde ich super. Warte mal, ich glaube, das sollen wir... Confringo. Wo sollen wir das hinbringen? Wingardium Leviosa. Geht das über Star? Ja, warte, stopp. Ja, nein. Das geht aber nicht wie bei Starfield, ne? Wäre auch extrem lustig, also. Nope. Aber. Wo bringe ich dich hin? Okay, ich glaube mal, hier sollten wir Feuer anmachen. Incendio. Ich weiß eigentlich nicht. Revelio. Die Höhle scheint ja noch nicht abgeschlossen zu sein, aber ich weiß eigentlich auch nicht, was ich jetzt hier gerade machen soll. Wingardium Leviosa. Wo soll der hin? Ich nehme mal nicht an, dass er raus soll. Wir können es probieren, aber ich gehe nicht davon aus. Hier wird irgendwann eine weiße Barriere kommen für dieses Objekt und das Spiel sagt uns, nope, hier geht's nicht weiter. Actually. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Kann ich das kaputt machen? Nö, das geht auch nicht. Das ist schade. Ich habe Angst, dass ihr keinen Ton habt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich habe actually keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Oder was ich hier... Oh, verdammt. Nee, nicht wieder den Stream beenden wie gestern. Das war ziemlich doof. Okay. actually, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich weiß es nicht. Ja, ich soll irgendwas... Wingardium Leviosa. Lumos. Soll ich Schach spielen, oder... Hm. Confringo. Defindo. Bombarda. Confringo. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache hier. Wingardium Leviosa. Die Höhle ist auch noch nicht abgeschlossen. Also. Revelio. Der sieht aus wie Merlin. Ich gucke mir gerade die Bilder an. Vielleicht sagen die mir ja, was ich machen soll. Kann ich? Nope, das geht auch nicht. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich, das kann ich kaputt machen.
Okay, ich möchte jetzt auch hier gerne ungern so lange verschwenden. Das gucken wir uns an, wenn wir den Stream machen, wo wir nur die ganzen Sachen hier einsammeln. Dann würde ich mich ganz gerne mehr damit beschäftigen. Das ist schön. Egal. Wo geht's jetzt hin? Wir haben da hinten noch Dings. Wir haben da hinten noch... So, diesen Dorf würde ich jetzt ganz gerne mal... Nochmal so eine große Stadt wie Hogsmeade gibt's ja wahrscheinlich eher weniger. Was ich schade finde. Oh, warte mal. Hier sind Luftballons. Die nehme ich doch gerne mit. Hast du das? Das ist ja schön für dich. Das freut mir einen Ast. Hallo. Ich kann nicht fliegen. So, na dann. Aber es waren nur drei, ne? Da hinten ist noch einer. Ah, vier, fünf. Okay, nice. Vier. Und fünf. Alles klar. Wir nehmen da hinten den Schnell... Ne, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt wahrscheinlich eine Schnellreise mitnehmen, die da ist. Und dann gehen wir nochmal in die Stadt. Also Dorf, was auch immer. Gucken wir uns das nochmal an und dann würde ich ganz gerne mal wieder weiter mit den Aufgaben machen. Du hältst dich für klug. Tue ich. Okay, ich glaube, das Dorf wird uns nicht freundlicher sind sein, oder? Vielleicht. Okay, scheint mir doch so. Marianne, was weiß ich. Okay. Hallo Homura. Hallo Homura. Wie sehr habe ich diesen Zauber vermisst. Wo ist jetzt das denn da? Subi, hallo. Ach, scheiße. Hä? Ah, okay, ich dachte mal so, hey, ich war irgendwie, da hatte irgendwie gerade im Kopf, ich muss Enter noch drücken, weiß nicht warum. Revelio. Und hier gibt's doch bestimmt auch wieder irgendwelche Demigeists. In jungen Jahren habe ich. Du gehörst mir, Demigeist. Ah, ja, sag ich ja. Aber. Du gehörst mir, Demigeist, aber wo? Sind wir hier bei Sims? Ich glaube, sie spielt gerade Sims. Ah, alles klar. Sims 4 nehme ich an. Ja, okay. Lassen wir es mal da hinten. Hä? Revelio. Ah, wahrscheinlich ist es nicht dunkel, ne? Wir überspringen mal bitte zur Nacht. Jo, danke. Sie spielt immer noch Sims. Ja, ist okay. Soll ruhig weiterspielen, habe ich kein Problem damit. So, das Haus haben wir. Kann ich hier jedes Haus mitnehmen, ist die Frage. Das wäre sehr entspannend. Ich denke eher weniger. Uwe bräuchte bestimmt Schloss knacken Level 3. Ja, eher. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Einfach nicht fragen. Einfach nicht fragen. Also manchmal wünsche ich mir auch in einem Dorf zu wohnen, als in einer Stadt. Ist manchmal sehr viel entspannter. Oh jo, da ist einiges. Ich bin nicht gemutet, ne? Meine teuerste Edda, ich verzehre mich nach dir, meine Liebe. Jeder Tag, den wir getrennt verbringen, nagt unerbitterlich an meiner Seele. Wir müssen einen Weg finden, uns so bald wie möglich zu treffen. Wenn wir zueinander apparieren würden, wir könnten... Wir uns treffen. Wo Wo könnten wir uns treffen? Ich weiß, dass ich im Haus deiner Familie ein Marunwem nicht willkommen bin. Ich habe in letzter Zeit viel mit den Menschen in Crackcroft über die gesteigerte Aktivität der Kobolde hier in der Nähe der Küste gesprochen. Sie sagen, Renrocks Anhänger könnten nach den Überresten der Arbeiter eines legendären Zauberers suchen, der von langer Zeit hier gelebt hat. Er soll wie ich ein Mann aus dem Osten gewesen sein. Das hat mein Interesse geweckt. Offenbar verfolgte er geheime Projekte auf dem ganz in der Nähe gelegenen Berg. Hört sich das nicht nach dem perfekten Treffpunkt für uns beide an? Ich habe eine Idee. Kannst du am Donnerstag
Abend, wenn die Dämmerung einsetzt, zur Westseite des Berges apparieren, ziele auf ein der Gewölbe, in denen eine Einheimischen ihre Wertsachen sichern. Dort sollten wir uns von neugierigen Blicken sicher sein. Es kommt mir wie gestern vor, als wir unseren Abschluss in Hogwarts gemacht haben. Zwei Jugendliche mit Sternen in den Augen und Liebe im Herzen. Versprich mir, dass wir diese Sterne in unseren Augen wiederfinden und die Liebe in unserem Herzen für immer bewahren. In ewiger Liebe, Tarik. Schön, das war ein kleiner Liebesbrief. Hier ist noch einer. Meine teuerste Edda, zuerst muss ich wissen, geht es dir gut? Das hätte ich aber eher lesen sollen, oder? Meine teuerste Edda, zuerst muss ich wissen, geht es dir gut? Was für eine Katastrophe unser letzter Rendezvous doch war. Ich bin untröstlich, aber alles, was geschehen ist. Okay. Es war herrlich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, aber diese verabscheuungswürdigen Kobold-Anhänger haben doch sehr schnell unsere Anwesenheit bemerkt und begonnen, uns zu verfolgen. Sie scheinen im Besitz irgendeiner schwarzen Magie zu sein, die ich nicht verstehe. Ich bin erleichtert, dass du so schnell disapparieren konntest. Ich blieb und habe so viel erledigt, wie ich konnte, aber musste auch ebenfalls bald die Weite suchen. Warum haben die Kobolde diese Gebiete wohl unter ihre Kontrolle gebracht? Wonach suchen sie? Ich weiß nur eines. Bald wird hier niemand mehr sicher sein. Meine Liebe, wir haben kurz davon gesprochen, vorzugehen. Hast du weiter drüber nachdenken können? Mir scheint der richtige Zeitpunkt für einen solch drastischen Schritt könnte näher rücken. Wir müssen an einem anderen Ort gehen, um von vorne zu beginnen. Ich habe von kleinen magischen Gemeinschaften in Norwegen gehört. Auch in Spanien soll es welche geben. Es kümmert mich nicht, wo wir sind, solange ich bei dir sein kann. Schick mir deine Antwort mit der schnellsten Eule, die du finden kannst. Ich muss sicher sein, dass es dir gut geht und wissen, ob du bereit und willens bist, dich mit mir davon zu machen. In ewiger Liebe, Tarik. Er war anscheinend doch sehr, sehr, sehr doll verliebt. Da ist noch ein Brief. Februar 1890. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Kommenden Montag stehlen wir uns davon. Ich stehe in Kontakt mit einer freundlichen alten Hexe in Oslo, die sich bereit erklärt hat, Tarik als Lehrling aufzunehmen. Auch mein Wissen über Zauberstabholz wird sie zu schätzen wissen. Wir werden ein neues Leben beginnen. Zwar werde ich meine Familie vermissen, aber es ist ihre Schuld, dass ich gehe, nicht meine. Sie haben sich wegen seiner Herkunft geweigert, Tarik zu akzeptieren und somit auch mich von sich gestoßen. Ich werde ihnen eine Notiz hinterlassen. Sie sollen wissen, dass ich fortgegangen bin, um anderswo mit der Liebe meines Lebens glücklich zu werden. Die Umtriebe der Kobolde-Anhänger und natürlich auch die Wilderer und Aschwinderinnen haben diesen Ort äußerst unsicher gemacht. Ich hoffe, dass auch meine Familie bald geht. So oder so, Tarik und ich werden bald schon weit weg sein. Ich habe es Tarik bisher verschwiegen, aber ich erwarte ein Kind. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde warten, bis wir sicher sind und ihm dann die guten Nachrichten mitteilen. Ich wage noch nicht, es zu glauben. Ich werde bald schon selbst einen Sohn oder eine Tochter haben. Mein Kind wird nach Hogwarts gehen und unsere Familie vervollständigen. Ich bin voller Hoffnung. Dem nächsten Tageinbruch, Tagebucheintrag schreibe ich, vermutlich aus Norwegen. Leb wohl, Marunwen. Du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Revelio. Lesen uns halt mal wieder auf einer ganz anderen Schiene. Ist das ein Omnigeist da hinten? Nee, das ist einfach nur ein Geldsack, das ist frech. Gut. Könnte ich
Sie wohl kurz sprechen? Ja, gleich, gleich. Ich will mal ganz kurz. Confringo! Das kannst du gern gleich tun, aber erstmal muss ich Sachen einsammeln. Und dann ganz, ganz gerne. Revelio. Eine Riesenkiste, danke. Was haben wir da drin? Ein nicht identifizierter Gegenstand. Lol, die Äpfel. Sehr cool, danke. Warum hat er hier Dude zwei Türen? Und da ist ein Schloss, bitte keine. Stufe 1, das ist nett. Allohomora. Allohomora, genau. Da haben wir das. Und wo haben wir das? Da. Super. Das geht doch mittlerweile schon relativ schnell. Da bin ich. Na ja. Aber Schloss sagen ist jetzt ja auch. Nichts Schweres. Rebellion. Bis auf die Kiste haben wir hier nichts weiter drin. Was ist das? Würde hier auch nicht die ganze Zeit. Es geht schon wieder los. Wir haben auch wahrscheinlich hier keinen Händler, ne? Würde er nicht die ganze Zeit sagen, oh, hier Omnigeist, oh, Omnigeist, dann hätte ich schon so viele tatsächlich. Doch, da ist ein Händler. Hätte ich tatsächlich schon so viele übersehen, das ist. Ja. Aber eigentlich wollte ich das ja. Sehr schön, sehr schön. Freut mich. Gut. Hier haben wir noch eine Kiste. Cool. Dann haben wir das Dorf doch tatsächlich schon zu 100% abgeklappert, ne? Tatsächlich. Der Sammeltool ein Omnibus. Ja, cool. Nehme ich gerne mit. Danke. Und da unten haben wir noch eine Merlins Prüfung. Die würde ich noch ganz schnell machen. Das wird wehtun. Ah, okay, springen wieder. Wie soll ich diesen Sprung schaffen? Jetzt mal no joke. Ah, okay. Vielleicht nicht so. Und vielleicht von hier, oder? Okay. Aha, okay, wir kommen also gar nicht von so. Wir müssen anders herumspringen. Okay, das ist ziemlich schade. Kann der Junge ertrinken? Wir müssen also so springen. Okay, gut, schade. Aber ich muss es halt wirklich perfekt timen. Ich bin viel zu früh gesprungen. Ein bisschen später und ich würde das wahrscheinlich sogar mit Anhieb schaffen. Ja. So, jetzt sollte der Rest gar nicht mehr schwer sein. So, geschafft. Da wäre selbst Merlin stolz. Merli wäre schon. Lol, nein, ich hab schon wieder irgendwas geworfen. Ich hab was. Boah, wie kann hier eine Mücke drin sein? Die Fenster sind zu. Das ärgert mich immer, ne? Aber naja, egal. So, tatsächlich. Oh, da hinten eine Quest. Aber ich möchte ganz gerne noch die Quest, die wir hier haben, annehmen. Und nochmal tatsächlich, bevor ich zur Questgeberin gehe. Was verkaufen? Hallo, Sir, was verkaufen Sie denn Schönes? Guten Tag, Sir. Hätten Sie Zeit für ein Gespräch? Ich habe alle Zeit der Welt für einen potenziellen Kunden. Wie geht es Ihnen heute, Cromwell, Clifford Cromwell? Erzählen Sie mir doch von Ihrem Dorf. Ich hätte Fragen über Marinweem, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Natürlich, ich lebe seit Jahren hier. Ein wunderbar friedlicher Ort. So friedlich scheint er ja gar nicht zu sein, von dem, was wir aus dem Brief gelesen haben. Haben Sie Gerüchte über schwarze Hexen und Magier in der Nähe gehört? Ich meide sie, wenn möglich. Übler Haufen, die Rookwood-Bande. Allerdings habe ich neulich einen Wilderer gesehen. Nicht gut fürs Geschäft. Gar nicht gut. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Erzählen Sie mir von sich. Ich möchte etwas über Sie hören, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Reizend. Keiner erkundigt sich je nach mir. Seit dem Schulabschluss lebe ich hier in Marinweem. Als junger Mann habe ich fürs Ministerium gearbeitet. Ein vertrauliches Projekt. Hatte mit dem Gebrauch von Alraunen zu tun. Als Waffen, ob Sie es glauben oder nicht. Hatte damals einen ganzen Kessel voll Watte in den Ohren.
Aber irgendwann wollte ich ein ruhigeres Leben und habe hier einen Laden eröffnet. Bei meinen Pflanzen fühle ich mich immer wohl. Erzählen Sie mir von Ihrem Laden. Erzählen Sie mir etwas über Ihren Laden? Ich verkaufe Pflanzen und ihre Nebenprodukte. Kräuterkunde war immer meine Leidenschaft, schon als junger Hufflepuff. Ich kenne ein paar interessante Hufflepuffs. Ein fleißiger Haufen, wie ich höre. Das sind wir. Schön zu wissen, dass unser Ruf immer noch Bestand hat. Alles klar, ich möchte jetzt aber trotzdem ganz gerne Ihre Waren sehen. Was verkaufen Sie hier?